So, ihr geilen Fickers und Fickerines, da ist er mal wieder und meldet sich kurz zu Wort zu einem ganz kleinen Zwischenstatement, und zwar wegen diverser Fragen, die auch schon auf Facebook, Twitter und so weiter die Runde gemacht haben, was denn jetzt mit den Spielen XYZ ist, unter anderem Alluring Darkness, Penumbra, Far Cry, den ganzen Scheiß, den ich halt vorher gemacht habe, Brothers, Mondnazis, Dingerling, Wolfenstein, genau, die gehen auf jeden Fall noch weiter, es ist nicht abgebrochen, es ist alles nur erstmal aktuell sowieso ein bisschen kompliziert auf dem Kanal, es heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nicht hinterherkomme oder sowas, daran liegt es nicht, es ist einfach nur so, dass mein Privatleben mich gerade so dermaßen übermannt, dass ich zu nichts anderem mehr in der Lage bin, überhaupt irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen, auch für YouTube. Deswegen mache ich aktuell nur Projekte, die man so, sag ich mal, zwischenschieben kann, wo es wenig Probleme gibt, wo man immer mal zu zweit vielleicht was macht, die einen halt ablenken von allem Möglichen. Ja, klingt jetzt alles sehr gewaltig, aber im Endeffekt Privatleben halt, das muss ich nicht jedem auf die Nase binden, was da los ist. Ist einfach nur so, kurz gesagt, Privatleben übermannt mich gerade ein bisschen, übernimmt mich gerade auch ein bisschen. Ich habe derzeit so viel um die Ohren, dass ich eigentlich gar nicht zum Aufnehmen komme. Die Videos, die ihr seht, die sind alle teilweise schon ewig alt. Habe ich mir alles als Puffer noch gelassen für Tage, an denen es mal ein bisschen schwieriger wird. Nicht wundern, es geht auf jeden Fall mit allen anderen Projekten noch weiter. Ich hoffe da, dass ihr weiterhin ein bisschen geduldig sein könnt. Wenn nicht, dann müsst ihr halt leider gehen. Es gibt noch genug tausend andere Let's Player, die ihren Job ebenfalls sehr gut machen und mindestens genauso viel Anerkennung verdient haben wie XYZ oder ein anderer. Also ja, von dem her, wenn ihr die Geduld nicht aufbringen könnt, noch ein, zwei Wochen zu warten, bis es wirklich wieder regelmäßigen Content gibt. Ansonsten müsst ihr euch erstmal mit ein paar zwischengeschobenen Projekten vergnügen. Erstmal jetzt, wie gesagt, ist momentan alles ein bisschen nicht ganz so leicht. Danke für euer Verständnis, und wenn nicht, dann halt nicht. Tschüssikowski.